Moin Moin, Miro hier und ihr seht, ausnahmsweise fängt das Video mal mit einem richtig vollen Tisch an. Ja, ich habe schon lange Lust drauf und wurde auch ein paar Mal danach gefragt, ein Video zu meiner Sammlung zu machen, also zu meinem aktuellen Stand der Sammlung. Und das hier auf dem Tisch sind alle Messer, die ich besitze. Also abgesehen vielleicht von ein, zwei Küchenmessern. Das sind alle Klappmesser und alle feststehenden Messer, die ich habe und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, sind es 27. Gehen wir gleich nochmal zusammen durch. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich anfangen soll. Ich habe das jetzt nicht vorher geplant. Hatte die alle mal rausgeholt für ein Foto und dachte mir dann, wenn ich die Gelegenheit habe, wieso soll ich nicht auch gleich noch ein Video drüber machen? Ja, normalerweise seht ihr nichts außer der Matte, aber heute hat das nicht ganz gereicht mit dem Platz. Ich fange mal an mit den äußeren Modellen. Hier haben wir so ein kleines nettes Messer von Sanremo, das ich letztens mal bei einer Bestellung einfach mitgeschickt bekommen habe. Vom Dirk Wanger von Messer & Co. Und das ist ein richtig vollkommen funktionstüchtiges kleines Taschenmesser. Habe ich ja schon in die Kamera gehalten. Ordentlicher Klingenstand. Netter Pocket Clip, Daumenpins, paar viele Schrauben, aber sogar hier die Griffschalen aus G10 sind auswechselbar. Kann man ganz normal öffnen mit einer Hand. Mit dem Liner Lock, der auch ganz ordentlich steht. Jedenfalls ganz okay. Kannst dann auch wieder ganz normal schließen. Und mit etwas Übung kriegt man es auch aufgeschnippt. Mit etwas Übung, genau. Ja, und die Klinge ist auch ganz nett. Cooles kleines Teil. Na. Die Klinge spiegelt wohl gerade zu sehr. So, und das ist das Modell 6029. Ja, die Chinesen mit ihren Modellnummern. Nicht die einzige Firma, die das so macht. Also das ist ein richtig kleines, nettes Schätzchen. Meine Freundin hat mir das sofort aus der Hand gerissen, beziehungsweise fand es von mehreren Käufen mit Abstand am coolsten. Und ich muss sagen, ich finde es auch recht witzig. Cooles Teil. Passt bestimmt auch in die eine oder andere Survival-Tin. Also weg damit vom Tisch. Dann gehe ich jetzt mal weiter mit diesen drei Messern. Die habe ich von einem amerikanischen Brieffreund von mir geschenkt bekommen. Ist immer eine Herausforderung, die herauszuholen. Das sind alles Stipjoints mit einer starken Feder. Und dieses hier ist von Remington. Made in the USA, wie alle die folgenden Messer auch. Ich glaube, das ist alles Knochen bzw. Horn. Recht sauber gearbeitet. Er selbst hat gesagt, dieses hier soll ich eher als Gadget nehmen. Und vielleicht will ich mir damit mal die Fingernägel putzen oder so. Das werde ich wohl eher nicht tun. Das bleibt einfach in meiner Sammlung als kleines besonderes Stück. Dann ein anderes besonderes Teil von ihm. Diesmal bin ich mir recht sicher, dass es Horn ist. Das ist auch wieder ein sehr traditionelles Design. Sogar eine limitierte Auflage, die Nummer 43. Mal schauen, ob wir den Hersteller hier auch irgendwo finden. Genau, das ist die Firma Behr. Ebenfalls aus den USA. Wir haben dann einmal diese, ja, Droppoint-Klinge, würde ich sagen. Und dann noch eine zweite Klinge. Das hier ist ein recht hübscher Damaststahl und fällt mir auf, ich sollte den mal wieder ölen, damit er auch so hübsch bleibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht wirklich benutzt, weil es mir zu schade ist. Es ist ein schönes Messer und ich habe sowieso immer Probleme mit so traditionellen Designs. Also nicht, weil die nicht tauglich wären, sondern einfach, weil sie nicht so sehr meinem Geschmack entsprechen. Aber ja, das hier ist wirklich ein sehr schönes. Was ich aber benutzt habe, ist dieses Twinchester. Nein, natürlich nicht.
dieses Winchester, auch wenn es zwei Klingen hat und fast ein Zwilling von dem Bear eben ist, ebenfalls aus den USA. Die Klingen sind sehr ähnlich. Ja, und das hier hatte ich tatsächlich ein, zweimal dabei. Hier ist es, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es echt ist oder ob das ein Kunststoffimitat von Horn oder so etwas ist. Es fühlt sich auf jeden Fall eher an wie Kunststoff. Sehr schöne Messer an der Stelle. Vielen Dank an meinen Brieffreund. Die werden mich so schnell nicht verlassen. Okay, dann machen wir mal auf der anderen Seite weiter. Auch was Elegantes, vielleicht eher Traditionelles, aber es hat doch einen wirklich modernen Touch. Aus Italien diesmal. Das Gourmet von Mazarin. Schönes Messer. Auch wenn ich die Klebereste offenbar immer noch dran habe. Das, oh ja, da habe ich ein paar Boxen mit aufgemacht. Kann man auch wunderbar Nahrung mit zubereiten. Schöner Linerlock. Und ein schöner Klingengang. Das fällt zwar nicht von selbst wieder zurück, aber ja, könnt ihr jetzt im Video schlecht nachvollziehen. Aber er ist so schön, sanft und gleichmäßig. Außerdem, das so mit dem Daumen zu öffnen, ist auch mal eine coole andere Art. Toll, außerdem diese Holzgriffschalen. Das war wirklich ein guter Deal, den ich da mal mit Stefan gemacht habe. Sehr, sehr schick. Auch das Two-Tone-Finish hier von der Klinge ist ziemlich cool. Tolles Messer. Womit machen wir weiter? Gehen wir mal nach Frankreich. Opinel, die werdet ihr alle kennen. Das hier ist das Nummer 8, wenn ich mich nicht täusche. Sehr einfache Messer, auch von der Konstruktion hier mit diesem, ja, Verriegelungsmechanismus, wenn man es denn so nennen will, verriegelt. Hat fast sowas wie einen konvexen Anschliff, der sehr, 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 sehr fein ist. Das hier ist wirklich ein Messer, das hervorragend fürs Brot schmieren, Käse schneiden, Lebensmittel zubereiten geeignet ist. Toller Helfer, der, soweit ich weiß, ironischerweise gerade in Frankreich verboten ist, also zumindest zu führen. Klasse Teile sind ihren Preis allemal wert und auch ein bisschen mehr, wie ich finde. Werden auch gerne ja mal für irgendwelche Bastelprojekte oder für Modifikationen verwendet. Okay. Frankreich haben wir, die USA haben wir, Italien haben wir. Gehen wir mal in die Schweiz, bevor es zu exotisch wird. Oder ein kurzer Ausflug nochmal in die USA, habe ich fast vergessen. Von Spyderco, das UKPK. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Doch, natürlich wurde in den USA hergestellt. Meine ich doch. Ja, super taugliches Teil. Das ist das Messer, mit dem ich ja, mich in Spyderco so ein bisschen verliebt habe. Das Design, mit dem hatte ich ja lange gebraucht, um mich damit anzufreunden. Aber ja, wenn man das einmal getan hat, sind diese Messer wirklich der Hammer für den Alltag. Die sind für so ziemlich jede Aufgabe richtig gut geeignet. Pakete schneiden, irgendwelche Stricke durchtrennen, Essen zubereiten, das geht alles wunderbar damit. Dieser Leaf Shape der Klinge mit dem hochgezogenen Flachschliff ist einfach top. Ja, sogar 42A konform. Was will man mehr? Ja, vielleicht das gleiche nochmal in verriegelnd, aber das hat ja bisher nicht gut geklappt bei mir. Dann haben wir als Pendant sozusagen auch von Spyderco das wesentlich günstigere Spyderco Bird Turn. Ja, auch hier habe ich offenbar Schindluder mitgetrieben. Ich hatte ja mal versucht, einen eigenen Anschliff hier drauf zu machen. Das hat geklappt. Allerdings sieht man schon sehr, dass ich das noch ein bisschen üben muss. Das ist hier ein bisschen bauchiger geworden als der Rest. Und überhaupt ist jetzt die Schleifphase sehr, sehr breit. Falls es jemand haben möchte, ich würde es sehr günstig abgeben. Da ich jetzt ja das UKPK habe,
Und sehr günstig meine ich damit natürlich auch. Die Federung hier ist echt ordentlich. Und die Größe ist auch fast optimal, würde ich sagen. Cooler Drahtclip wie beim UKPK und einfach nochmal eine Nummer kleiner. Ein bisschen wie das Urban. Ja, was gibt's noch? Habe ich hier noch irgendwas aus den USA? Ich glaube nicht. Bevor ich zur Schweiz weitergehe, machen wir nochmal ein Messer aus Schweden. Das gute alte Mora, gerade wieder für ein Video benutzt. Total tolle Arbeitstiere. Das liegt in der Hand, wie sonst kaum ein Messer, das ich kenne. Und das bei mir, mit meinen recht kleinen Händen, bei Stefan mit seinen riesigen Pranken, bei Andy mit seinen riesigen Pranken. Und ich bin mir sicher auch, die meisten Frauenhände würden hier dran gefallen finden. Sieht vielleicht ein bisschen eigenartig aus mit diesem riesigen Griff und der kleinen Klinge, aber es sind wirklich ganz tolle Schnitzmesser und auch andere Alltagsaufgaben kann man hiermit richtig gut machen. Und günstig sind sie dann auch noch. Okay, jetzt kommt die Schweiz. Ich habe hier zwei Taschenmesser, die sind von meinem Opa, jedenfalls potenziell. Ich weiß es nämlich nicht so ganz genau. Oh je, hier kriege ich schon gar nicht mehr alles raus. Ich weiß gar nicht so genau, welche Modelle das sind. Eins von den beiden ist, glaube ich, ein Tinker. Und zwar das hier. Das ist auch etwas besser in Schuss, wenn auch nicht gerade hübsch. Große Klinge, kleine Klinge. Flaschenöffner. Dosenöffner und natürlich die Aale und der Phillips-Schraubenzieher. Genau, das ist ein Tinker, Pinzette und wie heißt denn das Ding? Ich werde es noch ein paar Mal sagen müssen. Zahnstocher, mein Gott. Plastikzahnstocher, den keiner braucht, inklusive natürlich. Das Tinker ist ein schönes Messer, wie ich finde, habe ich viel benutzt. Das andere hier auch mit dem alten Zeichen. Da weiß ich gar nicht, welches das ist. Kleine Klinge, große Klinge und eine Säge, wie es aussieht. Ja, und das war's. Hier kann man durchgucken. Also es ist wirklich sehr alt. Falls einer von euch das Modell kennt, sagt mir das doch mal Bescheid. Beziehungsweise sagt mir das doch mal in den Kommentaren. Dann haben wir noch das Huntsman hier. Da hat es ein paar mehr Tools, die Schere, die Säge und sonst alles, was auch an dem Tinker dran ist, inklusive noch zusätzlich so ein Paketheber. Und der kann manchmal richtig praktisch sein, zum Beispiel, wenn es gilt, ein Sixpack Wasser nach Hause zu schleppen, einfach rein damit. Oben in diesen Plastiktragegriff und dann hat man wesentlich mehr Fläche und es trägt sich viel angenehmer, als wenn sich diese Plastikgriffe oder Tüten einem in die Hand schneiden. Ja, außerdem noch ein Flaschenöffner. Auch ein sehr tolles Messer. Viel mehr Victorinox brauche ich eigentlich nicht, aber wenn wir ehrlich sind, brauche ich eigentlich nur das hier. Das ist das Manager. Mit dem Kombi-Tool hier mit Philips und also Philips-Schraubendreher und Flaschenöffner und Drahtabisolierer der kleinen Klinge, der Feile, die ich persönlich nicht brauche, aber manchmal ist sie für den einen oder anderen Menschen in meinem Umfeld irgendwie ganz nützlich. Aber der Flat Screwdriver, der ist natürlich recht nützlich. Dazu noch die Schere, das ist wohl von mir das meistgenutzte Werkzeug und teilt sich den ersten Platz mehr oder weniger mit der Pinzette. Ja, ich hatte vorher das Rambler, das wurde mir ja mal am Flughafen abgenommen und dann dachte ich mir, ich hole mir das gleiche nochmal und hatte dann gesehen, dass es auch ein Modell ohne den blöden Zahnstocher gibt. Stattdessen mit dem vielleicht nicht viel sinnvolleren Kugelschreiber. Aber hey, den könnte ich vielleicht mal verwenden. Sehr schönes Messer, das ich ständig an meinem Schlüsselbund habe. Okay, bald liegt hier nur noch China auf dem Tisch. Hier könnte man diskutieren. Genau wie hier. Ich weiß gar nicht, wo
das Bücker plus Excalibur 2 in der Decade Edition gefertigt wird, muss ich zugeben. Es ist ja eine limitierte Auflage. Hier haben wir das 257. Messer mit schönen Carbonfasergriffen, anodisierten Titanlinern, die so ganz langsam wirklich deutliche Abnutzungsspuren zeigen. Das Jimping hier oben ist wirklich sehr gut. Die Klinge total tauglich mit einem leichten Hollowgrind, also Hohlschliff. VG10 Stahl und das ist wirklich ein hervorragend gearbeitetes Messer. Der Liner steht in Ordnung. Schöner Pocket Clip, wie ich finde. Wirklich toll, das macht Spaß und Böker hat auch neben der hervorragenden Verarbeitung auch ein Tool für diese Achsschraube mitgeliefert. Klingenstand, nicht so optimal. Ja, wieder so eine Variante, die man ganz cool mit dem Daumen öffnen kann. Macht Spaß. Überhaupt so diese verschiedenen Möglichkeiten, Messer zu öffnen oder zu entriegeln, das ist schon echt eine der Sachen, die die Faszination des Hobbys für mich ausmachen. Ja, außerdem von Böker Plus haben wir hier das Tech Tool. Das ist das City Tool 1. Das habe ich mir vom Dirk besorgt, nachdem ich die ganze Reihe vorgestellt hatte. Ja, viele Fingerabdrücke drauf. Ist ein total geiles Messer. Ich habe über die ganze Reihe ja ein Video gemacht und mich da vor allem auf das City Tool 1 hier ja, fokussiert. Ich finde es echt klasse. Ebenfalls wieder 42A konform, wie das Spyderco UKPK und Bird Turn. Aber dabei ja, hat es eine ganz andere Linie. Viel traditioneller kommt es daher. Viel alltagstauglicher. Ich glaube, bei so einem Spyderco, da könnten viele Leute noch denken, oh mein Gott, so eine Waffe. Weil diese Klingenform ja doch eher ungewöhnlich und tendenziell eher aggressiv ist, durch die wirklich sehr spitze. Aber hier bei so einem Böker Plus City Tool, da sieht die Klinge doch wirklich ganz freundlich aus, wie ich finde. Hat auch einen Hohlschliff und ist wirklich schneidfreudig. Tolles Messer. Muss ich mal dran denken. Vielleicht packe ich mir das mal in die Jackentasche, dann hat man immer was dabei, was legal ist. Und schaut euch an, wie schön dieser Pocket Clip ist. Also viel mehr Deep Carry geht nicht, würde ich sagen. Ja, dazu noch so ein Glasbrecher. Ob der nötig ist, ist die Frage, aber praktisch allemal. Okay. Bevor wir zu China kommen, machen wir noch mal einen ganz kurzen Ausflug nach Deutschland. Hier mit dem Heidi, das ich bekommen habe, vom Heidi, von Markus, ist wirklich ein tolles Messer. Ich bin noch nicht ganz fertig mit den Tests, aber ja, es hat bisher den Zweck, für den ich es mir erdacht habe, sehr gut erfüllt, eben ein ganz guter Allrounder zu sein. Schlank, es darf nicht auftragen. Ich möchte es auch ganz gerne in der Kydex vielleicht tragen. Es ist nicht besonders schwer. Und es ist wirklich schön gemacht, schneidfreudig, hat netten, nicht rostenden Büllerstahl N690, heißt er, genau. Und bisher hält es die Schärfe auch ganz passabel. Tolles Material hier, das Mikata vom Griff. Lanyard Hole. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit meinen Ersteindruck zu dem Video gemacht und ich habe es jetzt auch ein bisschen mit Schnitzen ausprobiert. Bin da allerdings schnell wieder auf mein All-Time-Favorite, das Mora, zurückgekommen. Als kleine Dreingabe hatte ich dann auch noch ebenfalls ein Heidi, dieses kleine, ich nenne es Mikro-Heidi, bekommen. Ich gehe stark davon aus, dass es sich hier um O1-Stahl handelt. Der wurde dann vielleicht mit Kaffee behandelt. Also sozusagen brüniert. Und bei dem Holz müsste ich auch noch mal fragen, vielleicht ist das Mooreiche.
echt ein hübsches kleines Teil. Passen ganze drei Finger von mir drauf. Also, fast ausgewachsen. Okay, jetzt haben wir aber wirklich fast nur noch China übrig. Ich habe leider, ich weiß nicht mehr, wo das herkommt. Ich habe das mal vom Udo geschenkt bekommen. Es ist von CKC, CKC Knives. Kam das aus Neuseeland oder war das Australien? Es ist jedenfalls auch ein Custom-Messermacher und Udo ist da irgendwie dran gekommen. Fand dann die Kaffeebrünierung doof und hat die abgemacht. Und hat es hier vorne das Kiridashi ein bisschen ja, auf seine Art und Weise verändert. Das ist, hat jetzt einen balligen Anschliff, was auch ganz in Ordnung ist. Ja, ich benutze es nicht viel, finde es aber sehr ästhetisch. Hat eine schöne Linie. Irgendwann werde ich es nochmal nachbrünieren, beziehungsweise ja, auch mal in Kaffee stecken. Bis hier. Und dann habe ich meinen super edlen Brieföffner und Paketöffner. Cooles Teil, wird sehr leicht nachzuschärfen sein. Kommt auch sehr ordentlich scharf, wie man das von Udo gewöhnt ist, wenn er einem in irgendeiner Form Messermann. weitergibt. So, dann haben wir hier verschiedene Hersteller aus China. Ich sortiere das mal einmal ganz kurz. Wir haben Miyata Knives. Sanrenmu, Sanrenmu, Sanrenmu. Oh, ein Amerikaner, den ich gleich noch vorstellen muss. Dann zweimal Kaiser und zweimal Real Steel. Der Amerikaner ist der CRKT Swindle. Richtig cooles Messer aus einem richtig guten Geschäft, das ich mal gemacht habe. Ich habe es behalten, es ist ein Design von Ken Onion, hat den C14 MOV, glaube ich, also den China-Stahl, was für mich ausreichend ist, ein Ballbearing-System und war mein erstes Klappmesser, das kugelgelagert war. Dass man sowas mit einem Klappmesser machen konnte, war für mich komplett neu. Ja, schön. Wie eng hier die Toleranzen sind. Die Klinge ist zwar ein bisschen linkslastig, aber viel Platz ist da trotzdem nicht. Super schmal, hat einen interessanten Pocket Clip, der aber tatsächlich sehr gut tauglich ist. Ist eins meiner liebsten Messer, wenn ich Shorts trage. Ihr habt's gesehen, die Klinge schnellt raus wie sonst was. Ich hab's auch schon mal auseinandergenommen, geölt, sauber gemacht. Der Anschliff ist passabel mit seinem Hohlschliff, ist aber nicht das schneidfreudigste Messer, was ich habe. Und auch nicht super gleichmäßig. Trotzdem absolut toll, was man da von CRKT für relativ wenig Geld bekommt. Mit den Stahlleinern, einem sehr, sehr dünnen Linerlock, beziehungsweise Framelock, Entschuldigung. Und aber dafür, ja, super. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch weiter sagen soll. Ich habe dazu mal ein eigenes Video gemacht. Könntet ihr mal nachsuchen auf meinem Kanal, wenn es euch interessiert. Es ist ein wirklich schönes Messer. Gibt es in einer wesentlich teureren Variante auch nochmal mit Titan. Aber die ist etwas weniger aufgeräumt und hat so Fräsungen im Griff. Okay. Riata Knives. Eigentlich sollte ich es mir für den Schluss aufhalten, weil es mein Lieblingsmesser ist. Aber ich habe es jetzt so oft in die Kamera gehalten, da kann ich es einfach jetzt kurz machen. Das ist das Horizon B von Riart Knives, wie ich jetzt ja neuerdings das aussprechen sollte. Es ist ein unfassbar gut gemachtes Messer. Absolut der Höhepunkt meiner Sammlung bisher und vermutlich auch auf absehbare Zeit total geil. Ja, Reviews habe ich sogar zwei darüber gemacht. Kurzvideo, einen kurzen Überblick von, ich glaube, 6, 7 Minuten und ein sehr ausführliches Video. Es lohnt sich, dieses Messer, falls ihr das auf dem Gebrauchtmarkt nochmal seht. Schlagt ruhig zu, ist die 180 bis 200 Euro, die dafür meistens verlangt werden, absolut wert. Dann machen wir mal weiter mit was höherwertigem. Das hier ist von Kaiser Knives, auch Titan. S35VN Stahl, ein Flipper. Mal nicht bling bling. Und das, obwohl dieses Messer noch aus der Anfangszeit kommt. Das ist das KI 34041.
AA3. Hat richtig viele coole Sachen, wie hier den Overtravel Guard. Überhaupt kein Stick beim Frame Lock. Einen guten Klingenlauf, der ja durchaus noch zu verbessern ist, aber die Washer geben dem Messer ordentlich Stabilität. Zusätzlich noch mit den Daumenpins zu öffnen. Eine von den alten Axtschrauben, auch noch das alte Logo von Kaiser, da hat sich viel getan, meiner Meinung nach zum Besseren. Aber diese kleinen Axtschrauben hier kann man tatsächlich mit einem Imbus verstellen, das ist ganz cool. Ansonsten Torx-Schrauben, Lanyard-Hole. Wie ich gesagt habe, kein Klingenspiel, perfekter Lockstand. Leicht rechtslastig die Klinge, aber meiner Meinung nach absolut im grünen Bereich. Und ja, es macht mir immer noch viel Spaß. Hat so ein, zwei Kritikpunkte, die ich auch in meinem Review hierzu durchgegangen bin. Aber ein wirklich schönes Messer, das hat seinen Platz in meiner Sammlung auch bisher zu Recht behauptet. Total klasse. Ja, wenn ich es ersetze, dann wahrscheinlich nur mit einem anderen Messer von Kaiser. Ich bin sehr scharf auf das Gemini oder Gemini, das von Ray Laconico, glaube ich, stammt, das Design. Eins der neueren Messer, ebenfalls Titan S35VN Klinge und ja, ein ebenfalls kleiner Flipper. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ich komme es bald irgendwie in die Finger. Dann aus meinem Pass-Around von Kaiser. Ich fand es so gut, das Messer, dass ich das dem Gewinner abgegluckst habe. Ja, man sieht übel. Ich habe hier jede Menge Flugrost drauf. Das will ich euch auch nicht vorenthalten. Das muss ich auf jeden Fall mal Kaiser Knives zeigen. Nicht schön. VG10, der beschichtet ist und die Beschichtung scheint auch zu rosten. Sondern das ist Dreck, aber ich wüsste nicht, was ich damit gemacht habe. Ansonsten, Top-Messer, ein Prototyp noch. Obwohl es ein Prototyp ist, stimmt da alles. Der Klingengang ist super, habt ihr gerade gesehen, ist praktisch zugefallen. Klingenstand ist super. Ja, tatsächlich fällt es sogar von selbst zu. Und wenn ich mich recht erinnere, ja, kein Klingenspiel. Schönes Design, liegt mir sehr gut in der Hand. Gefällt mir auch gut, dass die Liner ein bisschen rausragen. Wie immer bei Kaiser, kein Problem mit dem Frame Lock. Polierte Liner von innen. Und einfach grundsätzlich sehr gute Verarbeitung. Was das jetzt allerdings hier mit dem Flugrost auf sich hat. Falls ich das nicht gut wegbearbeitet bekomme, dann gibt es dazu auf jeden Fall nochmal ein Update. Mal zum Vergleich, so sieht das neue Logo aus. Viel cooler, wie ich finde. Und ich glaube, dass bei einigen der neueren Messer sogar der Schriftzug dann fehlt. Cooles Teil, den Flugrost behalte ich im Auge. Okay. Ich habe dann außerdem noch, jetzt sind wir bei Real Steel, auch aus China. Das hier ist eine Klinge aus CPM 154, glaube ich. Und das ist das Real Steel Cormorant. Ein richtig cooles Neckknife, das ich vom Emir mit austauschbaren Griffschalen habe ausrüsten lassen, beziehungsweise nachrüsten lassen. Das ist wahrscheinlich das einzige Cormorant im Privatbesitz, das überhaupt Griffschalen hat. Ich glaube, ursprünglich sollten mal welche nachgemacht werden. Tatsächlich ist daraus aber nie was geworden. Die sind ein ganz kleines bisschen wackelig und stehen auch teilweise ein bisschen über. Aber fühlen sich richtig gut an. Das ist sogar. Entschuldigung. Ach, naja, es gibt sich nicht so viel. Es ist ein sehr ähnliches Mikata wie das hier bei meinem Heidi. Ist aber insgesamt, dadurch, dass der Griff dann doch etwas breiter ist, nochmal eine Spur griffiger als das Heidi. Ja, tolles Messer. Kann ich echt nicht anders sagen. Zum Cormorant hatte ich ein paar Videos gemacht, beziehungsweise es ist ein paar Mal in Videos vorgekommen.
Einen richtigen Review hatte ich, glaube ich, nicht gemacht, weil ja, von Stefan und ein paar anderen Jungs einfach sehr gute Videos dazu kamen. Ich kann es nur empfehlen, ich glaube, es wird nicht mehr hergestellt. Falls ihr eins in die Finger kriegen könnt und ähnlich große Hände habt wie ich, ihr bekommt hier ein Neckknife, das ihr auch mit einer Paracord-Wicklung versehen könnt, das seinen Preis wirklich sehr, sehr wert ist. Cooles Teil. Und ebenfalls ein kleiner Preis-Leistungskracher in meinen Augen ist von Real Steel hier das H5 S1. Das ist der kleine Bruder vom H6. Richtig schöner, guter Klingengang. Ja, auch ein bisschen benutzt. Es sind Daumenpins hier verbaut, die meiner Meinung nach zu den besten ihrer Klasse gehören. Die sind sehr schön angenehm griffig, haben toll abgerundete Kanten und man kann sie sogar abnehmen hier mit einem ganz normalen Torx. Upala. Und ja, man spürt so richtig schön, wie die sich im Daumenfleisch vergraben. Und es schnellt einfach wunderbar schnell heraus, das Messer. Der Frame Lock steht in Ordnung, sehr satt. Mir gefällt hier dieses Jimping auf dem Frame Lock. Ich hatte noch nie Probleme dabei, das Messer zu entriegeln. Zusätzlich hat es hier noch eine weitere Verriegelung, mit der man verhindern kann, dass der Frame Lock zurückgeht. Jetzt ist es fast sowas wie ein Fixed, wie ein feststehendes Messer, aber natürlich nicht ganz. Und so ganz die gleichen Aufgaben würde ich damit auch nicht machen. So, wer diesen Pocket Clip anschaut und jetzt sehr aufmerksam mein Video gesehen hat, dem wird auffallen, dass die praktisch identisch sind. Und das ist kein Zufall, denn Böker Plus lässt diese City Tools bzw. die Tech Tools bei Real Steel Auftrag fertigen. Hier haben wir eine Edelstahlkonstruktion, also Edelstahl Frame Lock, den 14C28N, ich glaube, das ist ein Schwedenstahl. Soweit ich weiß und soweit ich das jetzt hier aus meiner Erfahrung sagen kann, es ist ein sehr schöner Stahl, der die Schärfe ordentlich hält, sehr leicht nachzuschärfen und vor allem sehr fein auszuschärfen ist. Die Klinge ist Real Steel hier auch sehr, sehr gut gelungen. Toller Flachschliff. Coole, coole falsche Schneide hier oben. Ein Liangang-Design. Echt cool gemacht. Nur der Pocket Clip könnte ein bisschen weiter nach oben hier mit der Schraube verbunden werden. Und bei meinem Modell wünsche ich mir minimal besseren Klingengang. Das liegt in meinem Fall daran, dass der Frame Lock ein bisschen auf die Klinge drückt beim Öffnen. Ja, denn drückt man den Frame Lock beiseite, dann fällt die Klinge und sobald der Finger da nicht mehr ist, war es das mit dem satten Klinggang. Kann ich aber verkraften. Außerdem hier Carbonfasergriffschalen. Ich weiß nicht mehr ganz, was das Modell kostete oder kostet, aber ich glaube, es waren so um die 50 Euro. Und dafür Carbonfaser, auch wenn es wahrscheinlich nur laminiert ist, echt gut. Echt richtig gut, was Real Steel da abliefert. Und es ist mal wieder ein Messer, das mir perfekt in die Hand passt. Fühlt sich auch sicher an beim Arbeiten. Total schönes Teil. Und jetzt kommen wir zu den Start meiner Sammelwut überhaupt. Das sind jetzt so die Messer, oder sagen wir mal, darunter ist das Messer, mit dem ich so richtig angefangen habe, Lust auf Klappmesser zu bekommen. Ich fange mal wieder falsch rum an. Mein neuestes Messer von Sanrenmu ist das 707. Das habe ich beim Dirk gekauft. Ich habe auch hier ein bisschen Flugrost drauf. Habe ich vergessen, bei meinem Pflegevideo wegzubehandeln. Dafür werde ich tatsächlich hier den Elsterglanz benutzen. Kommt dann auf den Lappen und dann ist der ganz schnell wieder weg. Und ich werde vielleicht mal anfangen, meine China-Stähle dann auch ein bisschen zu ölen. Scheint nötig zu sein. Cooles Teil, hat eingelassene Liner. Und man sieht schon, die sind auch poliert. Relativ wenig Schrauben. Ein Pocket Clip, ja, wenn es einem gefällt. Ganz guten Klingenstand, wenn nicht sogar perfekt. Und ein 1,5
astrein Klinge. Klinge ist tauglich. Ja, ich würde sagen, nicht nur Designanleihen, sondern es ist praktisch ein Kershaw-Drifter. Ob die jetzt vom gleichen Band fallen oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe es gekauft, weil da kein Name, also kein Fake-Name draufsteht, sondern Sanremo gibt da einfach sein eigenes Logo, seine eigene Modellnummer an und damit ist es für mich vertretbar. Vielleicht nicht unbedingt die tollste Sache, aber Sanremo macht ja auch genug eigene Designs. Von einem lieben Freund, von einem lieben Messerfreund, habe ich das Sanremo 913P. Soweit ich weiß, werden die gar nicht mehr hergestellt. Das ist ein Panzer von einem Messer. Vielleicht kein perfekter Klingenstand, aber ihr seht das schon, echt schöne Verarbeitung, schöne Linien. Das ist so, als würde einem ein fetter Geländewagen entgegenfahren. Das Ding hat auch Gewicht, einen guten, satten Klingengang. Das Einrasten hat auch wieder richtig Spaß gemacht. Liner-Lock-Konstruktion, der immer noch top am Anfang verriegelt. Und es ist stabil. Da gibt es nicht mal mehr eine Andeutung von Klingenspiel. Schöne Klinge, mit der man gut arbeiten kann. Ein Sheepfoot, würde ich sagen. Gut gemachte Daumenpins. Wirklich tolles Messer. Sehr schöne Arbeit und das hier ist ja noch eins der ersten Modelle, die ich von Sanremo kenne. Das allererste, was ich kenne, ist das hier. Das ist jetzt natürlich ein sehr ungewöhnliches Messer oder sagen wir mal ein sehr ungewöhnliches Modell davon. Es handelt sich um das Sanremo 7010 bzw. 710. Und vielen von euch wird es natürlich bekannt vorkommen. Das Design stammt von Chris Reeve. Und es wurde ohne Erlaubnis kopiert. Da können wir uns wohl ziemlich sicher sein. Es ist ans Small Spencer angelehnt. Es ist keine 1:1 Kopie oder so. Es ist schon ein Stück weit ein eigenständiges Design, weil sie es etwas geschrumpft haben. Die Klinge ist etwas anders und so weiter. Aber ja, das kann man nicht leugnen. Ich habe es hier in der Edelstahl-Variante und hatte mir das vom Andy Haas mal mit diesem wirklich wunderschönen Flintstone-Finish versehen lassen. Total genial. Ja, und so beende ich meinen Knife Talk dann doch wieder mit einem kleinen Edelstein meiner Sammlung. Dieses Messer hier ist ja quasi eines der allerersten Klappmesser, vielleicht sogar das erste Klappmesser, das bei mir die Sammelwut und Leidenschaft ausgelöst hat. Denn hier habe ich gesehen, dass man für extrem wenig Geld sehr, sehr viel geboten bekommen kann. Der Framelock ist jetzt zwar eine ganze Ecke durchgewandert, aber trotzdem ist das ein Messer für meine Hand perfekt. Total toll eingestellt, kein Klingenspiel. Da kommen die Messer von Sanremo für gewöhnlich rasierscharf aus der Box und auch alles andere daran stimmt. Vor allem auch der Preis, so ein 710 kann man direkt aus China schon mal für unter 10 Euro schießen oder so um die 12. Und aus Deutschland kostet es mit 15, 16 Euro dann auch nicht mehr die Welt mehr. Total geil, was China da so alles zu bieten hat. Ja, ihr seht es, ich habe Messer von allen möglichen Ländern, allen möglichen Herstellern und ab und zu ist sogar mal was Handgemachtes dabei. Ich hau die jetzt mal alle wieder auf den Tisch, diesmal unsortiert, das wird ein kleiner Messerhaufen. Dass wir das nochmal sehen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na, das machen wir so. 16, 17, 18, 19, 20. Oh, da geht einem der Platz aus. 21, 22, 23, 24, 25, 26 Messer. Ich dachte, ich hätte 27. Ha!
27. Ja, ein schöner Haufen, wie ich finde. Es sind viele, viele Messer mittlerweile durch meine Hände gegangen. Bestimmt so 50 Stück, vielleicht 60 sogar. Im Gegensatz zu so manch anderem Sammler ist es natürlich nicht viel. Stefan wird da zum Beispiel lachen. Bei ihm waren es wahrscheinlich eher 1000, würde ich schätzen, oder vielleicht noch mehr. Aber ich finde das echt toll. Ich bin jetzt nicht mal seit 2 Jahren dabei. Und so viel Erfahrung habe ich sammeln können. Nicht zuletzt auch wegen der Community, wegen der Plattform YouTube, wegen den Facebook-Gruppen und wegen meinen lieben Messerfreunden, mit denen ich im regen Austausch bin. An der Stelle möchte ich euch allen meinen Dank aussprechen. Und ja, ich glaube, es ist ein richtig, richtig langes Video geworden. Ich habe keine Ahnung. Zwischendurch hat die Aufnahme gestoppt. Und ich habe hier jetzt nur noch eine 11 auf meinem Display stehen. Das war jetzt mein Rundumschlag. Alle meine Messer, 27 Stück. Und ich hoffe, euch hat so viel Spaß gemacht wie mir. Grüße aus dem Norden.